So, willkommen zurück zu Let's Play Mega Man X5 nach einem anstrengenden Kampf gegen Black Devil. Ja. Geht's weiter an Sigma Stage. Ich hab wieder zwei volle E-Tanks und ja, mal gucken, was uns jetzt erwartet. Das ist wie so eine Cyberhölle, das Ganze. Total krass. Scheinen die ganzen älteren Gegner von Mega Man zu sein. Zum Beispiel im letzten Part Yellow Devil. Also ein Beispiel dafür. Aber diese Gegner sind auch hardcore. Die ziehen vor allem ganz schön viel ab. Das Ding da oben sieht kaputt aus. Ach du Scheiße. Oh Gott, hier ist ja schon die Stage gesehen. Ich hab nie. Bringt nichts. Ich kann mich nur ein bisschen durchglitschen damit. Hä? What the fuck? Stellt euch das denn vor? Alter, ist die Sigma Stage assi. Was ist das für eine Grütze? Holy shit. Mann! Wie schnell man hier reagieren muss, ist ja hardcore. Donnerwetter. Boah, diese Dinger sind am schlimmsten. Mal weg hier, wenn du nervst. Irgendwie kommt mir vieles bekannt vor, als wenn ich das schon mal gesehen hätte. Ich würde ja fast wetten, dass Dynamo auch nochmal wiederkommt. Durch, was es hinbringt. So ein Cyberspace-Gewirr. Ja, super. Unfair. Definitiv unfair.
shit. Warum kann man das auch so gut vorausahnen, Leute? Oh mein Gott. Boah, dieses Level ist so scheiße. Da hat mir die Sigma Stage in X4 aber wesentlich besser gefallen als diese hier. Das Hardcore. Ich werde hier. Ja, vor allem, wie soll man. Da würde ich schon irgendwas ausweichen können. Das ist doch ohne dieses Teil gar nicht möglich, da irgendwas zu machen. Oh, komm. Verschwinde. Mach diesen hässlichen Jump jetzt. So, jetzt einmal sterben lassen, bitte. Mal gucken, wer es ist. Du kommst mir auch bekannt vor, irgendwie. Den habe ich doch irgendwo schon mal gesehen. Irgendwann im X-Teil habe ich den schon mal gesehen, das Vieh. Aber es fällt mir gerade mal in welchem. Boah, es sind haufenweise alte Bosse hier versammelt. Das ist zwar schon cool, aber auch irgendwie auch nervig. Hell. Hier müsste man. So. Okay, verstehe. What the fuck? Ohne mal getroffen zu werden? Ist das vielleicht auch möglich? Oder ist es nicht möglich? Moment, zieht man das auch ab? Yeah.
Nachvollziehbaren Snacks hat. Was zum Teufel? Übelst krass. Ah, okay. Doch, so ist der machbar. So ist der einigermaßen, glaube ich, machbar. Mit dieser Waffe. Ja, hab ihn gleich. Ja, komm. Noch ein bisschen. Was? Nein! Och nein, ich hatte ihn doch schon fast gehabt, so eine Kacke. Aber wir haben die Waffe rausgefunden. Tank. Oh fuck, war das knapp. Ich hätte mich fast da untergestoßen. Okay, jetzt nur noch Red Eye, also. Okay. Red Eye ist, glaube ich, der Schlimmste. Ich glaube, ich werde mich erstmal Red Eye widmen. Mist, das ist Blue Eye.
Wollte das andere rote Auge haben. Ja, schon wieder blau. Grün wollte ich noch nicht gerade haben. Ich wollte den roten haben. Nein, nicht den roten, den anderen. Komm, ist egal, jetzt nutzen wir den. Seashot. Und zwar volle Kanne. Ja, und jetzt kommt er natürlich raus, ist klar. Der tot. Wieso machst du diesen? Weil ich nach oben gedrückt habe, wahrscheinlich. Oh man. Dieser Boss fängt nach einer Weile an zu nerven. Oh, ist viel zu enger Raum, warum springst du nicht hoch, du verdammter Spast? Ah, Mann. Ja, ich glaube, ich habe den zerstört. Oh, das war knapp. Nein! Oh, nein! Oh, ich hab den E-Tank vergessen.
Ich habe den verdammten E-Tank vergessen. Habe ich schon einen benutzen nicht? Boah, nee. Das war zum Teil auch meine eigene Schuld. E-Tank. Spackt da wieder völlig Kanten rum. Scheint mir gerade zu viel zu sein. E-Tank. Ist noch der. Warum machst du diese scheiß Entec nicht? Der down. Auftanken. Nein, nicht den Spike Ball. Wisst ihr was, Leute, wir probieren es im nächsten Part nochmal. Tschüss.